Kein Klopapier, kein Problem. Die Lösung halte ich hier in meiner Hand, in meiner Faust. Und dieses kleine Ding hier ist eine Lösung. Eigentlich. Manchmal und vielleicht. Und wenn du wissen willst, ob es vielleicht für dich eine Lösung ist, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop über Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich habe vor langer Zeit am Reini Rossmann Kanal, vor vielen Jahren, ich gebe dir da oben den Link, ein Video gemacht, wie man Klopapier aus der Natur improvisieren kann. Zeigt da unterschiedlichste Möglichkeiten. Und für alle, die bei meinem Krisen- und Survival Newsletter von der Oma-Liste dabei sind, die haben ja auch schon, das ist so ein Newsletter mit kostenlosen Videokurs, wo ich einmal die Woche was rausschicke, damit du deinen Krisenvorrat aufbauen kannst, aber egal. Und da habe ich auch beschrieben, wie früher Klopapier improvisiert wurde. Aber ich habe was gefunden, was wirklich genial ist beim Klopapiersparen. Und zwar dieses kleine Ding hier. Du brauchst eine PET-Flasche. Das ist meine Kackflasche. Ich würde am Anfang, um Erfahrungen zu sammeln, eine größere nehmen. Ja, irgendwann ist er mit einem kleineren. Und es sollte kein kaltes Wasser sein. Außer du stehst da drauf. Ich stehe da nicht drauf. Denn das ist ein mobiles BD. Das wird hier oben aufgesteckt und dann wird umgedreht. Und ich zeige das jetzt nicht vor, also nicht in echt. Und dann wird umgedreht und dann wird Druck ausgeübt. Und schau mal, wie das da schön rauskommt. Und das ist nicht zum Trinken, was ich jetzt hier an der Stelle sicher auch nicht mache. Ja? Nicht zum Trinken da, sondern zum allerwertesten Abwaschen. Damit kann man eine ganz gute Grobreinigung machen. Eine wirklich gute Grobreinigung. Man braucht trotz alledem, zumindest ich, ja, noch immer ein gewisses Klopapier dazu. Aber es ist alles viel weniger notwendig. Hör mir zu. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber es ist bei dir genauso wie bei allen anderen auch. Es ist ein schmutziges Geschäft. Manchmal. Kommt halt ganz drauf an. Und wenn alles gut rausgeht und man eh nichts braucht, dann ist eh alles gut. Aber manchmal ist es halt schmutzig. Und dann kannst du mit dem hier eine tolle Vorreinigung machen. Es ist im Endeffekt ein mobiles BD. Ich habe das auf Amazon gekauft, ich gebe da unten den Link dazu. Und es ist wirklich saugünstig. Und schau mal, speziell wenn du am Anfang mit einer 1,5 Liter Flasche arbeitest, da geht wirklich lang was raus, bis man halt dann spürt und weiß, wie das so funktioniert. Das heißt, ich kann dann nachher mit viel weniger an Klopapier hier eine Komplettreinigung machen. Und das war's. Ja, so. Das ist etwas, was du zum Beispiel, wenn du zu uns kommst, auf waldurlaub.at ja gar nicht brauchst, also wie gesagt, der schöne Ausblick, billige Eigenwerbung, ist ja ganz klar, da brauchst du das nicht, weil wir eh Klos zur Verfügung gestellt haben, aber trotz alledem ist das hier etwas, was man mitnehmen kann. Zum Beispiel für alle Leute, die immer fragen, Reini, was gehört in deinen Fluchtrucksack in ein Backout-Bag? Ja, genau, das wäre voll cool. Ja, das wäre voll cool, weil PET-Flaschen zu finden im urbanen, suburbanen und selbst teilweise hier im Nirgendwo ist gar nicht mal so schwer, weil die überall herumliegen. Das ist mal Punkt A. Also das ist ein Rohstoff, den man relativ leicht kriegen kann. Und das hier hat kein Gewicht. Ja, man soll es halt dann wegpacken. Du wirst drauf kommen, wenn du das kaufst. Und es immer wieder mal waschen, aber egal. So, das kann daheim sein, das kann auf Reisen mit sein, das kann beim Bushcraften mit sein, um eben Klopapier zu sparen. Das ist eine wirklich super Lösung, aber du musst sie üben. Du musst sie wirklich ein bisschen üben. Also das ist nicht so wie das Klopapier, wobei ich das sage, da ich ja drei Kinder habe, kann ich das sagen, auch das muss man üben. Ne? Ich weiß es aus der Vergangenheit nicht mehr. Ich kann mich nur mehr erinnern, dass alles super funktioniert mit Klopapier. Aber auch Kinder müssen mit Klopapier umgehen lernen. Und so ist es mit dem hier auch. Ich gebe dann noch einmal da oben den Link auf das Video, das ich vor vielen, vielen Jahren gemacht habe, über Leben ohne Klopapier in der Natur. Und da habe ich beschrieben, dass es ja Länder gibt und Sitten gibt, da gibt es eine reine oder unreine Hand. Ja, Haut wahrscheinlich auch, aber ich meine die Hand. Und das hat einen ganz speziellen Grund, weil mit Wasser und der Hand das so gereinigt wird und dann, okay. Und wenn du ein bisschen Klopapier hast, in Kombination mit dem, bist du gut bedient. Das Einzige, was du brauchst, ist halt Wasser. Es muss nicht unbedingt hundertprozentiges Trinkwasser sein, aber ja. Schreib mir, wenn du das hast und wenn du Erfahrungen hast, was da dran gefällt, was da dran nicht gefällt. Ich kann nur sagen, also es braucht wirklich Übung
Und es ist nicht so krass, muss ich auch sagen, wie richtiges Klopapier. Aber noch was, das Wasser kalt, kaltes Wasser. Ich hasse kaltes Wasser, muss ich echt sagen. Ich bin eine Diva. Deswegen mache ich die ganzen Survival-Techniken, damit ich gut durchkomme. Ja? Weil ich hasse es, wenn ich friere, wenn es kalt ist. Ich kann das überhaupt nicht ausstehen. Daher Feuer machen war mir ganz wichtig, volle Panik. Unterkünfte bauen und all die Dinge. Also das war mir einfach wichtig. Aber kaltes Wasser hasse ich wie die Pest. Aber du kannst das hier entweder in die Sonne stellen, mit dem Schraubverschluss oder auch so, wenn es dir gefällt, aber mit dem Schraubverschluss ist es sicher effektiver, habe ich aber nicht ausprobiert, so muss ich ja mal machen, aber egal, mit dem Schraubverschluss, dann wird das Wasser schön warm oder du stellst es irgendwo an Feuer oder an Ofen oder sonst irgendwas, damit es schön warm wird, das macht die Sache viel angenehmer. Das war's. Schreib mal einen Kommentar, Link gebe ich da unten. Einerseits zu diesem Ding hier bei Amazon, kostet viel, zwei Teile drin, super Sache. Schreib mal deine Erfahrungen, ich gebe da unten den Link auf die Oma-Liste, das ist dieser Newsletter. Schau einfach vorbei, wenn du magst und wie gesagt auch unten den Link zu dem anderen Video mit Überleben ohne Klopapier. Und danke und sowieso und überhaupt und bis bald.